Herzlich willkommen an unserem Donnerstag New Economy Shortcut in der ersten Septemberwoche 2024. Wir freuen uns, dass wir ein Thema haben, was Mut machen kann, soll, muss, angesichts einer politischen Lage, die ein bisschen desolat wirkt, um es vorsichtig auszudrücken. Und vor allen Dingen mit einer Regierung bei uns, gibt andere Länder mit anderen Problemen, aber einer Regierung bei uns, einer Bundesregierung, die mal angetreten ist mit einem Anspruch, einen gemeinsamen Nenner, mit dem Gedanken, einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben und in verschiedenen Arten eine Fortschrittskoalition zu machen. Die Tage mit diesen Selfies, wenn wir uns noch daran erinnern, sind etwas länger her, mit den strahlenden Gesichtern. Und auch der Begriff der Fortschrittskoalition geht einem jetzt nicht mehr so einfach über die Lippen, um es auch wieder sehr vorsichtig. Umso mehr stellt sich die Frage, was war da eigentlich mit gemeint und warum hat das nicht funktioniert und wie könnte so ein Fortschrittsbegriff aussehen? Und da trifft sich hervorragend, dass Petra Pinsler gerade ein Buch dazu geschrieben hat, in dem Untertitel steht der Fortschrittskompass. Jetzt weiß ich nicht genau, wie sehr es noch der Bundesregierung helfen wird, angesichts der desolaten Lage. Aber der Versuch ist es wert und wir sind sehr froh, darüber heute zu diskutieren. Petra Pinsler von der Zeit und als Kommentator und Leser des Buchs, einer der ersten Leser des Buchs, Stefan Kollew, Leiter des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft und Gesellschaft in Berlin und Professor an der Universität in der Hochschule Zwickau und bekannt als jemand, der ordoliberales Gedankengut hochhält, verteidigt und auch politisch sich engagiert hat. Und da werden wir später sicherlich auch nochmal drauf zurückkommen. Und wir sind sehr gespannt darauf, diese unterschiedlichen Perspektiven auch zu sehen und möglicherweise vielleicht auch festzustellen, dass es da gemeinsame Nenner gibt. Aber das will ich nicht vorwegnehmen, muss auch nicht sein. Das überlassen wir der Diskussion. Petra Pinsler, bitte ein paar Worte zu dem, was im Buch steht über den Fortschrittsbegriff. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Bin ganz begeistert, dass selbst bei der Hitze sich noch Leute hierher gefunden haben, wobei man inzwischen ja manchmal sogar ganz gerne ins Büro flüchtet. Es werden die Jahre kommen, in denen man möglicherweise im Vorstellungsgespräch seinen Arbeitgeber fragt, na, gibt es denn auch eine Klimaanlage, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Ich sage das nicht nur, weil ich eben mit dem Fahrrad durch die Hitze in Berlin gefahren bin. Ich glaube, in Teilen der Republik ist es schon kühler, sondern weil das natürlich unmittelbar mitten in das Thema reingeht, über das ich geschrieben habe, nämlich über den Fortschritt und die Frage, was ist denn eigentlich Fortschritt? Ist Fortschritt, dass jetzt immer mehr Büros eine Klimaanlage haben oder ist der Fortschritt, dass wir die Sache mit der Klimakrise vielleicht in den Griff kriegen? Und wenn man das beantwortet hat, dann schließen sich sofort die nächsten Fragen an, nämlich beispielsweise die Frage, was brauchen wir für diesen Fortschritt? Brauchen wir mehr Wachstum? Um Klimaanlagen zu produzieren, vielleicht brauchen wir weniger Wachstum, weil wir weniger Ressourcen verbrauchen sollten, um die Klimakrise nicht weiter anzuheizen. Brauchen wir beides? Von was brauchen wir weniger? Von was brauchen wir mehr? Ich habe mal in der Schule meiner Kinder gelernt, dass man jedes Alltagsthema zu einem großen ökonomischen Thema machen kann und die ökonomische Theorie dahinter dann auch immer ganz interessant ist. Having said that, ich habe ein Buch über Fortschritt geschrieben, das stimmt. Der Anlass war tatsächlich auch die Fortschrittskoalition. Nämlich die Tatsache, dass wir ja, als diese Regierung angefangen hat, und mit wir meine ich jetzt so ein bisschen den Berliner Raum oder viele in diesem politischen Berliner Raum, das Gefühl hatten, boah, das kann ja was werden. Das ist eine Koalition, die drei bürgerliche Parteien oder Parteien der Mitte, links der Mitte, grün der Mitte und die Liberalen dabei hat und alle reden von Fortschritt und die müssten es doch eigentlich schaffen, sich auf ein gemeinsames Verständnis davon sich darauf zu verständigen, was denn unter diesem Fortschritt eigentlich zu verstehen ist. Jetzt ist die Sache mit dem Fortschritt nicht ganz, ganz trivial. Die Tatsache, dass wir überhaupt diesen Begriff in den Mund nehmen, und es gibt ja auch schon mittlerweile Soziologen wie Reckwitz, die sagen, er verabschiedet euch davon. Vor einem Jahr hat er noch gesagt, unsere Gesellschaften können nicht ohne Fortschritt. Die Tatsache, dass wir über dieses Wort so viel nachdenken, ist noch nicht so wahnsinnig alt. Etwa im 17. Jahrhundert verortet Hannah Arendt die Idee,
oder die Tatsache, dass Gesellschaften die Idee des Fortschritts überhaupt für sich als etwas Relevantes akzeptieren. Davor ist die Zukunft von den Göttern entschieden worden. Es war nichts, was man aktiv gestaltet. Und tatsächlich ist es ganz interessant, dass in einer der frühen Versuche, den Fortschritt und die Zukunft zu beeinflussen, indem man etwas anderes tut, waren Mathematiker, unter anderem Blaise Pascal, der mit einem Kollegen darüber nachgedacht hat, wie man das Glücksspiel beeinflussen kann. Also so würfeln, dass was Gutes dabei rauskommt. Ich erzähle das, weil seitdem wir über Fortschritt und die Veränderung der Zukunft, und darum geht es ja, in etwas Gutes nachdenken, ist das ganze Ding umstritten. Wenn man so drüber nachdenkt, was ist das eigentlich, dann sagen, ich habe mal, als ich an dem Buch gearbeitet habe, Kolleginnen und Freunde und Familie gefragt, da kamen dann so Antworten, ja, na klar, die Reise zum Mars, ein Medikament gegen Krebs. Aber was ist mit Arbeitszeitverkürzung? Was ist mit dem erfolgreichen Kampf gegen die Biodiversitätskrise? Also es gibt unzählige Ideen über Fortschritt und das ist auch ganz richtig so, weil wir ja eine Gesellschaft von vielen Individuen sind. Nur Politik ist etwas, was dann ja bestimmte Fortschrittsideen kristallisiert, konzentriert und dann, wenn es ganz gut geht, auch in politischen Parteien irgendwann zu einem politischen Programm macht und dann zu einem Regierungshandeln. Deswegen gab es im letzten Jahrhundert eben dann auch die Gründung von Parteien wie die Liberalen, die Fortschritt sehr mit dem Freiheitsbegriff verknüpft haben. Bei den Sozialdemokraten würde ich sagen, es ist mehr verknüpft mit der Gerechtigkeit. Dann kamen die Grünen für die Fortschritt, der erfolgreiche Kampf gegen die ökologische Krise ist. Und all das hat seine Berechtigung. Und ich hätte immer argumentiert, jedenfalls am Anfang dieser Koalition, dass man das irgendwie auch eigentlich schon vereinen kann. Das müssen keine Widersprüche sein. Selbst wenn man zwischen dem beispielsweise dem Gerechtigkeitsbegriff und dem Freiheitsbegriff, also wie viel wollen wir umverteilen, natürlich Spannungen hat. Aber eigentlich keine, die in einer demokratischen Partei oder in einem demokratisch regierten Land nicht unvereinbar sein sollten. So, wenn ich jetzt noch einen kurzen Schritt zurückgehe und dann höre ich auch schon auf mit der Vorrede, weil die Idee von diesem Forum ist ja, dass wir streiten, dann würde ich sagen, die Tatsache und die Antwort auf die Frage, was Fortschritt ist, ist am Ende ein Werturteil. Es ist aber ein Werturteil, das man natürlich mit dem einen oder anderen Fakt durchaus etwas erden kann. Und eine Erdung, die ich interessant finde, ist eine Studie, das ist die längste Human Development Study ever, also eine Studie, die menschliche Entwicklung über Jahrzehnte verfolgt hat, seit den 30ern. Und zwar hat das die Universität in Harvard gemacht. Die hat damals 724 Männer ausgesucht. 268 waren Harvard-Studenten, darunter ein Präsident, Kennedy war tatsächlich auch mit dabei. Und 456 Männer aus Boston, die oft aus sehr armen Familien kamen. Man hat damals nur Männer genommen, inzwischen werden auch Frauen bei der Studie berücksichtigt. Das Interessante an der Studie ist, dass sie immer wieder gefragt wurden, was ist denn für euch eigentlich ein gutes Leben? Und wenn man Fortschritt als etwas definiert, das Menschen ein gutes Leben ermöglicht, ist die Antwort nicht komplett irrelevant, sondern ich finde auch für Ökonomen und nicht nur für Soziologen von relativ großer Bedeutung. Was bei der Studie tatsächlich herauskam, ist, dass eigentlich eine einzige Sache entscheidend ist. Also sie haben diese Menschen über Jahrzehnte immer wieder untersucht, sie haben ihren Gesundheitszustand untersucht, sie haben geguckt, wie sind die sozial vernetzt, sie haben die Familien gefragt, sie haben die Leute selber gefragt, was ist denn ein gutes Leben, was hat euer Leben besser gemacht, fortschrittlicher? Und das Erstaunliche ist, dass immer, egal wie reich oder wie arm, wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich, diese Menschen waren am Ende des Lebens, wenn sie die 80-Jährigen gefragt haben, entscheidend war, wie sehr sie sozial vernetzt sind mit 60. Also die Leute, die ein großes soziales Netz haben, haben mit 80 das Gefühl gehabt, sie haben ein erfolgreiches, erfülltes Leben gehabt. Das ist erstmal eine erstaunliche Tatsache. Ich finde, sie ist für Ökonomen aber deswegen relevant und manche nehmen das inzwischen ja tatsächlich auch in ihre Forschung auf. Die OECD beispielsweise hat inzwischen einen Well-Being-Indikator, in dem solche Fragen wie Gesundheit und eben nicht nur Materielles durchaus eine Rolle spielen. Das ist für Ökonomen relevant, denn Ökonomie ist am Ende, ich habe es extra eben nochmal nachgelesen, die Erforschung der Gesetzmäßigkeiten für den rationalen Umgang mit knappen Gütern. So. Und deswegen noch ein zweiter Punkt, und dann höre ich auf, wenn wir sagen, Werturteil, das Entscheidende
für den Fortschritt ist, ein gutes oder besseres Leben zu ermöglichen. Wir wissen, für ein gutes Leben ist ein gutes soziales Umfeld wichtig. Dann kommt aber noch etwas Zweites dazu. Und darüber habe ich in dem Buch auch viel nachgedacht. Wir leben in einer Welt, in dem uns die planetaren Grenzen immer klarer werden. Also wir stoßen immer mehr an die planetaren Grenzen. Wir können die Atmosphäre nicht mehr als Müllkippe für unser CO2 unendlich benutzen. Wir wissen, die Arten sterben aus. Wir wissen, Ressourcen sind begrenzt. Also es gibt eben in bestimmten Regionen gar nicht den Wettstreit zwischen fossilen oder erneuerbaren, sondern den Wettstreit zwischen fossilen oder dem Lithium, was wir aus Naturschutzgebieten rausholen müssen. Innerhalb dieser planetaren Grenzen müssen wir, wenn wir wieder sagen, Fortschritt soll ein gutes Leben ermöglichen, einen Umgang mit den Ressourcen hinbekommen, der allen oder möglichst vielen Menschen einen Zugang dazu ermöglicht. Und deswegen ist die zweite begrenzende Frage, finde ich, für jeden Ökonomen und eine, die die Zukunft massiv beeinflussen wird: Wie gehen wir mit diesen beschränkten Ressourcen um? Und wenn man das eine verbindet, die Erkenntnis, dass Gesellschaft für Menschen und die gesellschaftliche Einbindung wichtig ist, und die zweite Bedingung, dass wir auf diesem Planeten die ökologischen Grenzen nicht mehr massiv überschreiten, dann führt das zu zwei Konsequenzen. Einmal, wir müssen über gesellschaftliches Wohlgefühl, Wellbeing, viel mehr nachdenken. Und zweitens, wir müssen über eine andere Verteilung der immer geringer werdenden natürlichen Ressourcen nachdenken. Und in der Nutshell, das ist das, was ich in meinem Buch getan habe. Die Ergebnisse, Thomas, über die können wir vielleicht gleich noch reden. Es gibt manche Leute, die sagen, das geht in dieser Welt und diesem Kapitalismus sowieso eigentlich gar nicht mehr und zusammen schon überhaupt nicht. Meine etwas pragmatische Antwort wäre da, kann sein, dass es bessere Gesellschaften gibt als die, in der wir jetzt leben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine erfolgreiche Revolution hinter uns bringen und dann noch eine Gesellschaft erschaffen, die besser mit Ressourcen und Menschen umgeht, ist nicht sehr wahrscheinlich. Und vor allem ist es nicht wahrscheinlich, dass wir das in dieser knappen Zeit, die wir noch haben, in einem Planeten, den wir überaus beuten, hinbekommen. Deswegen würde ich immer sagen, lasst uns nach Möglichkeiten und Optionen in diesem Kapitalismus suchen und möglicherweise nach Optionen, die dann auch helfen, den Kapitalismus nicht zu revolutionieren, sondern zu reformieren. Und damit belasse ich es. Vielen Dank, Petra. Stefan Kolev, ich glaube, da würden Sie jetzt per se erstmal nicht widersprechen, sozusagen den Kapitalismus zu retten. Aber ich überlasse Ihnen jetzt erstmal das Wort, mit ein paar Kommentaren zu dem, was Petra zum Fortschrittsbegriff dargestellt hat. Ja, ganz herzlichen Dank und also erstmal für die Einladung, zweitens für die Vorablektüre dieses, wie ich finde, wirklich wichtigen Buches. Und das sage ich nicht, um höflich zu sein, sondern weil ich wirklich glaube, dass Frau Pinzler ein Buch geschrieben hat, das relevant ist und das vieles von dem thematisiert, was sehr viele Menschen momentan umtreibt. Für einen liberalen Ökonomen ist das Buch eine gewisse Achterbahnfahrt, wenn ich das so sagen darf. Es gibt Stellen, da freut man sich, und es gibt Stellen, da freut man sich weniger, aber womöglich ist es mit jedem politökonomischen Buch so. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich das lesen durfte. Frau Pinzlach, geht es um eine ernsthafte Diagnose und um eine profunde Therapie. Und damit liefert sie, glaube ich, sozusagen diese Doppelstruktur, die unsere Zeit wie auch jede Zeit braucht. Was sie versucht, möchte ich mit dem Begriff belegen, der mich persönlich neulich oder neuerdings ziemlich umtreibt, nämlich einen nicht naiven Optimismus. Also das Buch ist nicht im Geiste von Ulrike Herrmann geschrieben, das heißt, der Untergang ist nicht bedingungslos notwendig, sondern Frau Pinzlach versucht, anders als ich es vielleicht tun würde, aber dennoch optimistisch zu sein, und zwar eben auf eine nicht naive Art. Das heißt, es gibt Gründe, besorgt zu sein. Es gibt Gründe für eine sehr harte Diagnose unserer Zeit. Aber es gibt eben auch Gründe, optimistisch zu sein, dass wir diese Probleme bewältigen können. Das Buch ist also mit einer Dringlichkeit geschrieben, die überzeugt, deckt eine breite, relevante Palette ab. Und es gibt auch wirklich Stellen, an denen ich große Freude hatte. Ich werde jetzt ein paar Punkte aufzählen, bei denen ich etwas skeptisch bin, denn wir müssen uns heute streiten. So ist es mit Frau Pinzler und mir auch immer, wenn wir uns treffen, und alles andere wäre auch langweilig. Zunächst mal hat Frau Pinzler das Buch als Journalistin geschrieben, das sagt sie auch, und deswegen hat sie auch keinen Anspruch, wertfrei zu schreiben. Das heißt, man erkennt eben ganz eindeutig,
deutlich sozusagen Prägungen, die Werturteile, die sie hat. Und das ist völlig fein. Alles andere wäre auch manipulativ. Das sind eben nicht meine Werte und deswegen spannt sich ein gewisses normatives Feld auf und das macht es auch gerade spannend. Der zweite Punkt ist, Begriffe wie Kapitalismus oder industrielle Revolution sind im Buch auf eine Art geschildert, die ich sozusagen mit einem einerseits, andererseits beschreiben würde. Und das ist nicht meins. Wir können gerne darüber streiten, inwieweit unsere Zeit etwas mehr eindeutige Antworten bräuchte als die Ambivalenz, die sich hier auftut. Da reden wir auch über Fragen wie Natur und Technik und Kommerz, das heißt so ein Stück weit über den deutschen Antikapitalismus, wie wir ihn kennen. Und Frau Pinsler hat, glaube ich, durchaus auf eine gute Art ein Buch beigetragen, diesen Antikapitalismus heute zu diskutieren. Wie kommt der Liberalismus im Buch vor? Ich würde sagen, nicht besonders prominent. In der Einschätzung nach FDP müssen sich Frau Pinsler und ich unterscheiden, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass es bedauerlich ist für ein Buch, das mit Fortschritt handelt, dass jemand wie Adam Smith an einer einzigen Stelle beiläufig erwähnt ist, obwohl der evolutionäre Gedanke eigentlich in der schottischen Aufklärung seine Anfänge hat und nicht erst ein Jahrhundert später bei Darwin. Dass so Fragen wie Positivsummenspiele, die Kombination aus Empathie und wohlverstandenem Eigeninteresse, dass all diese Begriffe, die so zentral sind in der schottischen Aufklärung gar keine Rolle spielen. Also ich hätte in diesem historischen Teil, mit dem das Buch beginnt, einige Punkte etwas anders betont. In der Einschätzung unserer Welt unterscheiden sich Frau Pinsler und ich bei allen Problemen, die unsere Welt hat, behaupte ich ganz penetrant und auch im sächsischen Landtagswahlkampf vor 5 Jahren, als ich Spitzenkandidat war, dass wir trotz allen Problemen in der besten aller Welten leben. Und ich finde, solche Eindeutigkeiten, auch wenn sie unterkomplex klingen mögen, sind eine Diskussion wert. Die Diskussion über Arbeit im Buch finde ich ganz spannend, allerdings macht sie mehr Spannungen auf, als sie auflöst. Das Thema Wachstum wird etwas bleiben, was uns sehr beschäftigen wird, ganz sicher. Und das können wir gleich dialogisch diskutieren. Ganz allgemein bemängle ich an dem Buch etwas, dass, wenn es um solche Fragen geht, eine gewisse Einseitigkeit zu beobachten ist, was die befragten Protagonisten angeht. Dass ein gewisser Stefan Kolev auf zwei Seiten stattfindet, ist völlig nebensächlich. Aber wenn man sich zum Beispiel die Wachstumsfrage anguckt, hätte man neben Ernst Ulrich von Weizsäcker, der da aufkommt, auch seinen älteren Bruder Karl Christian sozusagen befragen können, um eben diese verschiedenen Facetten des Begriffes etwas besser reinzufangen. Über die Bewertung der Parteien im Buch müssen wir uns vielleicht auch gar nicht streiten. Das ist etwas, was der Leser für sich beantworten mag. Frau Pinsach schreibt, dass fortschrittliche Wirtschaftspolitik das Einmischen in die Wirtschaft sei. Dem will ich widersprechen, denn jede Politik, auch jede Wirtschaftspolitik, bedeutet Einmischung. Hier müssen wir die Frage sehr viel genauer anfassen, was es denn eigentlich bedeutet, zu intervenieren. Und da gibt es eben in der Geschichte der politischen Ökonomie eine Debatte, die wir hier führen müssen. Also sich einfach einmischen, kann es nicht sein, weil dann die Einzigen, die nicht fortschrittlich sind, die Anarchisten sind, die gar keine Einmischung haben wollen. Aber Liberale sind keine Anarchisten. Also bleibt für jemanden wie mich eigentlich bei einer solchen Definition gar kein Raum. Was die deutschen VWL-Fakultäten angeht, die Frau Pinsler als marktliberal beschreibt, auch da lässt sich, glaube ich, streiten. Ich wünsche, Frau Pinsler hätte an der Stelle recht, aber ich glaube nicht, dass das heute so ist. Vielleicht war es vor 20 Jahren noch so. Das Thema Innovation oder überhaupt Technologie kommt in dem Buch meines Erachtens auf eine viel zu zweideutige Art vor. Auch da wünsche ich mir bei aller Gefahr der Unterkomplexität etwas mehr Techno-Optimismus, wie Frau Pinsler sagt, dass wir das eben nicht sein dürfen. An der Stelle, glaube ich, müssen wir das sein, denn bei allen Problemen, die wir bei dem Thema Umwelt- und Klimaschutz haben, glaube ich, dass wir ohne das Vertrauen in die Kreativität der Einzelnen in keinster Weise vorankommen werden. Ob das eine hinreichende Bedingung ist, darüber lässt sich streiten. Ein letzter Punkt zum Fortschrittsbegriff. Da sind Frau Pinsler und ich nicht ganz weit auseinander, aber vielleicht ist es eine gute Zuspitzung zum Schluss. Ich finde, eine der interessantesten Definitionen von Fortschritt und was es ist und was es nicht sein kann, stammt von Max Weber.
aus einem Aufsatz die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Und Weber spricht einerseits vom Fortschritt in Singular, was etwas Normatives ist, und dann andererseits vom Fortschreiten in Plural, sozusagen von den individuellen Fortschritten einer Entwicklung, einer Ausdifferenzierung, die sich vollzieht. Und das kann man wertfrei diskutieren. Und in der Tat plädiere ich dafür, diesen zweiten Begriff, dieses individuelle Fortschreiten von jedem Einzelnen von uns, sozusagen in den Blickpunkt zu nehmen. Denn die Frage, was der Fortschritt ist, gleichermaßen für alle geltend, ist etwas, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, gegeben die, was Sie auch erwähnt haben, die Pluralität der normativen Überzeugungen in unserer Gesellschaft. Das heißt, an der Stelle plädiere ich für die Toleranz, dass wir jeden Einzelnen so fortschreiten lassen, wie er das für richtig hält, gegeben ein guter Ordnungsrahmen und gegeben richtige Preise. Und daraus entsteht am Ende der Geschichte, glaube ich, tatsächlich dieser wünschenswerte Fortschritt, den wir uns alle erhoffen. Denn von den unerwarteten Ergebnissen dieses individuellen Fortschreitens werden sich die Lösungen dessen ergeben, was wir heute so dringend brauchen. Vielen Dank. Ja, Thomas ist weg, deswegen wage ich jetzt gleich mal sofort auf eine Sache anzuspringen. Da sind ja viele Punkte drin, in denen wir, glaube ich, profund die nächsten 3 Stunden streiten. Ich fange, ohne dass wir jetzt 3 Stunden dafür brauchen sollten, gleich mal mit dem ersten Punkt an, der erstmal vielen herzlichen Dank für die Kritik. Ein paar Punkte finde ich sehr, sehr wichtig und sehr richtig. Adam Smith, na klar, den muss man eigentlich immer breit im Buch haben. Und auf der anderen Seite, ich habe in fast jedem Kapitel das Gefühl gehabt, na, jetzt könnte ich eigentlich noch 100 Seiten mehr schreiben. Irgendwann ist das Bitterste bei dem Schreiben solcher Bücher immer das Weglassen. Und dann ist es, glaube ich, entscheidend, dass man schon, wie Sie ja auch richtig gesagt haben, in einer bestimmten Haltung an so ein Buch rangeht, denn es soll eine Debatte entzünden. Es ist nicht das Ergebnis von 10 Jahren empirischer Forschung, sondern es soll auf einen Punkt eine Debatte ermöglichen und vielleicht auch zuspitzen, die wie ich finde, dringend nötig ist, weil wir alle so ein bisschen die Richtung verloren haben. Also Fortschrittskoalition ist nicht mehr, aber was ist denn dann? An einem Punkt bin ich allerdings gleich am Anfang oder habe ich gleich am Anfang aufgemerkt, als du sagtest, da geht es um Werte, die sind nicht meine Werte. Das glaube ich nicht. Also wenn wir das vielleicht an einem Wert nochmal festmachen, sie tauchen ja tatsächlich auf in dem Kapitel über die Liberalen. Der Wert der Freiheit ist einer, der mir so wichtig ist wie Ihnen, selbst wenn Sie möglicherweise, weil Sie FDP-Mitglied sind, dem noch einen anderen Stellenwert geben als ich. Meine Kritik an dem Umgang mit dieser Freiheit oder diesem Wert der Freiheit unter der Überschrift des Fortschritts für mich allerdings, dass man Freiheit so wie auch die anderen Werte immer als was Intertemporales begreifen muss. Das ist nichts, was sich jetzt festmacht in diesem Augenblick, sondern man wird immer die Freiheit nicht nur der Menschen um einen herum, also die parallel zu uns leben, mit im Blick haben müssen, sondern auch die Freiheit der nächsten Generationen. Und deswegen ist ein ganz wichtiges Petitum in diesem Buch, man kann es auch an der Gerechtigkeit festmachen, aber lassen wir es mal bei der Freiheit, dass man das Intergenerationelle mitdenkt. Und wenn ich es etwas polemisch zuspitze, dann ist eben Freiheit nicht die Freiheit des Autofahrers ohne Tempolimit heute, sondern es geht um die Freiheit der nächsten Generationen. Die müssen wir logischerweise mitdenken in Zeiten der planetaren Grenzen. Und wer das nicht tut, der hat für mich keinen fortschrittlichen Freiheitsbegriff. Ja, bin ich absolut bei Ihnen. Die Frage ist, was das genau bedeutet und wie wir dahin kommen, dass wir das Intertemporale oder Intergenerationale bedenken. Und da glaube ich, haben Ökonomen eigentlich, also ich glaube, weder Ökonomen noch Liberale sollten da eine Lücke haben, denn nichts anderes hat die moderne Makro in den letzten Jahrzehnten intensiver betrieben, als intertemporale Modelle zu bauen und zu versuchen, schwierig wie das ist, mit Dynamik umzugehen. Zum einen und zum anderen ist in der Tat in diesem FAZ-Artikel, den Sie bei mir zitieren, mein Versuch gewesen. Und ich glaube, der ist auch ein ziemlich einfacher zu sagen. Nachhaltigkeit ist eigentlich, und das war auch meine Hoffnung, dass es eine Nachhaltigkeitskoalition wird und vielleicht eine Fortschrittskoalition. Es wäre etwas einfacher zu greifen, wenn man gesagt hätte, die verschiedenen Parteien haben sozusagen für unterschiedliche Facetten des Nachhaltigkeitsbegriffs ihre jeweilige Zuständigkeit. Ja, die SPD könnte für eine soziale Nachhaltigkeit zuständig sein, die Grünen für eine ökologische und die FDP für eine fiskalische. Und so hätte man in der Tat einen überwölbenden Begriff, zu dem alle stehen und bei dem auch etwas Konkretes da ist, anders als beim Fortschritt. Von daher bin ich bei Ihnen, dass
Intertemporale ist völlig unerlässlich, aber deswegen nochmal meine Kritik. Ich denke über intertemporale Kontexte evolutionär. Und der Begriff Evolution kommt bei Ihnen nicht vor. Das war meine Adam Smith-Kritik. Also nicht, dass Adam Smith nicht vorkommt, sondern dass die Anfänge dieses Denkens in kleinen, inkrementellen Fortschritten, die wir seit Darwin üblicherweise mit Evolution dann auch gesellschaftlich bezeichnen, dass das eben seine Ursprünge im 18. Jahrhundert hat und dass das bis heute meine Hoffnung ist, dass es nicht die großen revolutionären Veränderungen in unserer Gesellschaft sind, die das Gute für die Ordnung gebracht haben, sondern ganz häufig diese ganz winzigen, kleinen, unternehmerischen Entwicklungen bei jedem von uns. Das muss auch nicht Elon Musk sein, sondern der Unternehmer in jedem von uns, der im Endeffekt dazu gebracht hat, dass wir in dieser guten Welt leben und dass wir in der Vergangenheit in einem Lernprozess gelernt haben, auch mit den Schwierigkeiten, die uns immer wieder begegnet sind, klarzukommen. Das war meine Kritik. Völlig bei Ihnen. Ich würde auch immer für die Evolution plädieren. Die ist in der Regel auch weniger blutig als die Revolution. Nur wir haben für langsame evolutionäre Schritte schlicht und einfach die Zeit nicht mehr. Wir haben sie nicht nur in der Klimafrage nicht, wir haben sie auch im Umgang mit anderen Ressourcen nicht. Und da wäre dann der klassisch, ich habe in Köln Ökonomie studiert, die klassische ökonomische Antwort, naja, dann bepreisen wir doch die knappen Ressourcen und dann hat sich das Problem. Das funktioniert nur eben aus mehrerlei Gründen nicht. Zum einen kann man die Biodiversität nur ganz schwer bepreisen. Ich habe es in dem Buch an dem Beispiel von dem Nashorn festgemacht. Das kann man vielleicht bepreisen, indem man den Zoo in Afrika oder die Teile des Nationalparks privatisiert und die Leute zahlen dann Eintritt und da wird das Nashorn vielleicht erhalten. Das können sie aber nicht mit irgendeinem hässlichen Käfer auf einer nährstoffarmen Wiese in Norddeutschland. Das heißt, da greift der Markt einfach nicht und da greifen auch kleine evolutionäre Schritte nicht. Da brauchen sie starke Regulierung und deswegen brauchen sie einen anderen, und ich glaube, das ist der nächste Punkt, an dem sie sich dann reiben, einen anderen Umgang des Staates mit den begrenzten Ressourcen. Da funktioniert die Regulierung schlicht über den Markt einfach nicht und auch nicht über Innovationen, die möglicherweise irgendjemand mal andenkt. Auch da brauchen sie eine staatliche Lenkung, damit Innovation in bestimmten Bereichen passiert, damit sich Leute aufmachen, über bestimmte Probleme nachzudenken und über andere nicht. Also die Tatsache, sorry, da war gerade eine Fliege. Die Tatsache, dass bestimmte Dinge erfunden worden sind, ist ja nicht was einfach aus dem Himmel gefallen ist. Ich muss Ihnen jetzt nicht mit dem Wort Mazzucato kommen, die Ökonomin, die wahrscheinlich nicht ganz ihrem Denken entspricht, aber die argumentiert ja klar so, dass wenn Staat und Markt müssen ganz anders zusammenspielen, damit wir Innovation in eine bestimmte Richtung bekommen. Und das würde ich ganz, ganz stark unterstützen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also die allermeisten, also ich lehne nicht alles, was Frau Mazzucato sagt, ab. Das wäre nochmal eine separate Debatte. Aber zu sagen, Sie und ich als Nicht-Ingenieure oder als Menschen, die sozusagen ein ganz, ganz, ganz beschränktes Wissen haben, wüssten oder irgendein Bürokrat im BMWK wüsste, was die Lösungen sind, da habe ich tatsächlich einen fundamentalen Dissens. Wir wissen, was die Probleme sind. Wir wissen, wo wir hin müssen, nämlich irgendwann CO2-neutral zu sein. Aber wie wir dahin kommen, da bleibe ich dabei, bleibt den Milliarden von Menschen überlassen, die, wenn sie mit den richtigen Anreizen und Spielenpreise eine ganz entscheidende Rolle ausgestattet sind, jeden Tag sich Neues einfallen lassen. Ich werbe immer für eine Website, die heißt humanprogress.org, und da werden jeden Tag neue Erfindungen einfach sozusagen mit einem Nachrichtenaggregator bekannt gemacht, was sich heute jemand irgendwo in irgendwelche Nachrichten hat einfallen lassen und darüber berichtet wurde. Und ich glaube, dass das die entscheidende Frage ist. Und was den CO2-Preis angeht. Warten Sie, lassen Sie mal noch ganz kurz darauf reagieren, weil das finde ich einen wirklich interessanten, wichtigen Punkt, wenn man wie man auf Ökonomie und auf Gesellschaft schaut. Die Tatsache, dass ganz viele Leute jetzt immer modernere Balkonkraftwerke an ihre Balkons, Solarbalkonkraftwerke ranschrauben, hat natürlich was damit zu tun, dass es Ingenieurinnen und Ingenieure gibt, die Dinger erfunden haben. Die hätten die aber nicht erfunden, wenn wir nicht eine preisliche Regulierung hätten, die den Strom von Solar, was die lange dafür gesorgt hat, dass Solarstrom, erneuerbarer Strom in die Stromnetze eingefüttert werden kann, gegen den Willen damals der großen Fossilen, und die dann dafür gesorgt hat, dass natürlich durch Innovationen die Dinger immer besser werden, immer billiger. Aber ohne diesen ersten staatlichen Schubs in so eine Richtung, wir wollen jetzt fossil neutral, wir wollen CO2-neutral und fossilfrei werden, hätten wir keine Balkonkraftwerke. Die ganze Energie
Die ganze Energiewende ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Innovation durch Staat getriggert und angeregt worden ist und ohne ihn nicht stattgefunden hätte. Ich habe auch eine andere Lesart der Energiewende, aber das, wenn wir das vertiefen, brauchen wir die nächsten 20 Minuten auf. Es ist ganz sicher so, dass bestimmte staatliche Eingriffe zu bestimmten Effekten führen. Die Frage ist, zu was für sonstigen Effekten haben sie geführt? Und da bin ich bei der Energiewende deutlich skeptischer, was die Innovationsdynamik angeht, die sie ausgelöst hat und die Kosten dessen, was sie vielleicht woanders verhindert hat. Aber ich weiß nicht, ob wir das vertiefen sollen. Thomas, vertiefen oder nicht vertiefen? Du bist der Chef im Ring. Ja, ich lausche sehr gespannt. Läuft auch so. Vielleicht da würde mich jetzt nochmal interessieren, Herr Kunert, oder beide jetzt nochmal zu definieren, ob es nicht eine Trennlinie gibt zwischen sozusagen einer gängigen Innovation auf der Mikroebene und dem, das ist ja auch das, was, glaube ich, Marina Mazzucato dann beschreibt, sozusagen eher systemischen Komponenten. Das heißt, wenn man vor der Frage steht, Elektromobilität oder nicht, zum Beispiel, was jetzt ja ganz akut eine Frage ist. Ich habe eben gelesen, dass in der Politik jetzt wieder darüber nachgedacht wird, ob man Elektromobilität doch wieder stärker mit Kaufanreizen versehen sollte. Dann ist ja die Frage, kann so eine Innovation, die so systemisch veranlagt ist, die Infrastruktur braucht, die Ladestellen braucht, die sozusagen Skaleneffekte erstmal braucht und so weiter, kann man in so einem spezifischen Fall, muss man da nicht möglicherweise die Trennlinie ziehen und sagen, da ist halt die innovative, die individuelle Innovationskraft überfordert. Ich würde sagen, wie die Finanzen oder die Kapital, das Kapital fließt schlicht und einfach nicht in die Innovationen, weil man in den Bereichen zumindest, wo man beim Klima oder bei der Ökologie nicht automatisch Preise hat, die sich am Markt bilden, sondern Preise, die erst in Zukunft möglicherweise die wahren Kosten widerspiegeln. Wir alle kennen oder die meisten hier in diesem Chat kennen den Begriff der externen Effekte. Bisher war es in den meisten oder lange war es in den meisten Ländern der Welt eben kostenfrei, CO2 in die Luft zu blasen. Und die Kosten tragen wir oder trägt die nächste Generation. Also ist es eine eminent staatliche Aufgabe, die Kosten immer mehr in die Preise reinzuholen. Also ohne Emissionshandel und andere Formen der staatlichen Regulierung hätten wir diese Innovation nicht. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Ländern so. Und der zweite, glaube ich, ganz wichtige Punkt ist, dass Innovationen fallen ja nicht vom Himmel. Also es ist ja nicht so, dass jemand da sitzt und denkt, was kann ich jetzt mal Neues erforschen? Viele Innovationen, gerade in Bereichen der Infrastruktur, entstehen durch in Unternehmen, durch Zusammenarbeit von vielen und durch ein gesellschaftliches Bedürfnis, was der Staat möglicherweise dadurch anregen kann, dass er Preise verändert, wie durch den CO2-Preis. Also konkret, wenn Elon Musk ein Problem hält, dass wir nicht indem er da viel Geld reingibt. Wenn wir in Deutschland es für ein Problem halten, dass unsere Züge nicht pünktlich sind, dann sollten wir doch eigentlich einen Staat haben, der sagt, darum kümmere ich mich jetzt und dann möglicherweise die Anreize so setzt, dass Private auch dafür sorgen, dass die Züge pünktlich fahren. Also ich bin nicht dafür, dass der Staat das selber macht, aber es gibt gesellschaftliche und staatliche Bedürfnisse, in denen die dann dazu führen, dass bestimmte Rahmenbedingungen in eine bestimmte Richtung gesetzt werden und dann können die Privaten was erfinden und tun sie ja dann auch sehr erfolgreich. Also, dass bestimmte Rahmenbedingungen zu setzen sind, da haben wir überhaupt keinen Dissens. Wir haben schon in unserem Kennenlerngespräch vor einem Jahr bei Ihnen in der Redaktion, habe ich versucht klarzustellen, dass Anarchisten und Liberale zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und Ordoliberale haben eine sehr genaue Vorstellung, dass absolut Rahmenbedingungen notwendig sind. Und da beginnt aber die interessante Diskussion. Also, ich versuche das folgendermaßen mit zwei Punkten zu beantworten. Dass wir über Preise regulieren müssen, ist meines Erachtens völlig klar. Also sozusagen zwischen Ihnen und mir passt kein Blatt, was die CO2-Bepreisung angeht. Vielleicht sei hinzugefügt, dass wenn ein Instrument 70 oder 80% eines Problems löst, dann halte ich das für ein gutes Instrument. Also ich will nicht sozusagen warten, bis ein Instrument 100% aller ökologischen Probleme löst, sondern wenn eins 70 oder 80 löst, bin ich schon froh, weil dann bleibt für die Demokratie sozusagen deutlich weniger zu bearbeiten. Und der zweite Punkt ist, ich wäre sehr dafür, dass wir es mit Rahmenbedingungen versuchen, nicht die Mittel vorzugeben, wie wir das Problem lösen. Und ich widerspreche Ihnen, wenn Sie sagen, Innovationen fallen nicht vom Himmel. Natürlich fallen sie nicht vom Himmel, außer man ist gläubig. Aber wenn wir nicht gläubig sind, kommen sie aus den menschlichen Köpfen. Und diese menschlichen Köpfe
sind ständig am Suchen von Problemen. Sie zitieren Popper auch im Buch. Und natürlich ist es so, dass es umso wahrscheinlicher ist, dass wir ein bestimmtes Problem lösen, je besser die Anreize sind, dieses Problem zu lösen. Aber ich bestreite, dass wenn wir sagen, es gibt eine Top-Down- und es gibt eine Bottom-Up-Perspektive, und die gibt es, dass es die Top-Down-Perspektive ist, die die Mittel finden wird. Die Top-Down-Perspektive soll sagen, wo es lang geht. Und dann ist es die Bottom-Up-Perspektive, die es löst. Mit Bottom-Up meine ich aber nicht nur private. Dazu ist unser Wissenschaftssystem und so weiter natürlich so staatlich, dass ich nicht sagen kann, ich gebe das Ganze nur den Firmen und die sollen das lösen. Es ist immer eine Arbeitsteilung zwischen Firmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und so weiter und so fort. Und wenn letztere so staatlich sind, wie sie in Europa sind, dann ist es völlig klar, dass es eine Zusammenarbeit braucht. Aber trotzdem würde ich darauf beharren, dass wenn wir sagen, idealtypisch gibt es Lösungen von oben und von unten, dann bleibe ich dabei, dass es die Lösungen von unten sind, die in der Tat manchmal so rüberkommen, wie wenn sie vom Himmel gefallen sind. Die sind aber einfach in den Köpfen von kreativen Menschen entstanden, die damit reich werden wollen. Ganz häufig. Nicht immer, aber häufig. Und das finde ich gut. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir, der meines Erachtens nach wie vor größten Erfolgschancen hat. Und dann können wir nachjustieren, dann können wir vielleicht ein bestimmtes Förderprogramm auferlegen, aber das sind diese 10, 20%, die bleiben und nicht die 80%. Ich glaube, Sie sind ein Romantiker. Das kann sein. Also dieser Erfinder, der da in seinem Stüblein sitzt, und in der Regel ist es dann in diesem Bild tatsächlich auch der Erfinder und irgendwie was erfindet. Die Corona-Impfstoffe sind so erfunden worden, dass ja, es gab eine sehr innovative Firma, aber wenn der Staat nicht massiv Geld reingeschubst hätte, dann wäre das so schnell nicht auf den Markt gekommen. Oder nehmen Sie sich das an, gucken Sie sich das an, was im Moment in der Stahlbranche passiert, wo wir eine ganz neue Art von staatlich-privater Zusammenarbeit haben, indem der Staat nämlich sagt, wir übernehmen einen Teil der Kosten, die ihr habt, wenn ihr das Stahlwerk auf grüne Produktion, also CO2-neutral umbaut. Das lohnt sich für euch noch nicht auf diesem Weltmarkt, wo der meiste Stahl eben sehr CO2-intensiv hergestellt wird. Und wir übernehmen die Kosten, die das mehr macht, bis zu dem Punkt, an dem ja irgendwann die Marktpreise so hoch sind, vielleicht auch in anderen Ländern, weil die nachgezogen haben. Und dann verdienen wir damit. Das heißt, der Staat ist ein Teil des Investors, weil die Unternehmen das alleine nicht tun würden und sorgt damit für einen massiven Fortschritt hin in eine CO2-neutrale Wirtschaft. Der Stahl ist ein ganz eminent wichtiger Bereich. Oder zum Punkt Romantiker kurz etwas sagen. Ich habe lange in Zwickau in der Hölderlinstraße gewohnt und deswegen habe ich mich irgendwann auch mit der deutschen Romantik intensiv auseinandergesetzt. Und ich finde in der Tat, Ihr Buch ist kein romantisches Buch im üblichen Sinne, sondern tatsächlich ein Buch der Romantik, weil Sie auf eine ganz interessante Art diese ganz typischen zwei Topoi der Romantik bespielen, nämlich Natur und Technik als sozusagen einen Gegensatz in vielen Abschnitten des Buches und dann eben die Frage Kommerz. Ja oder nein, Kommerz, ist es was Natürliches oder ist es doch etwas Künstliches? Von daher fand ich, sozusagen, musste ich häufig an die Romantik denken im historischen Sinne, als ich das Buch las. Und ansonsten haben Sie natürlich recht, dass der Staat sehr viel Geld ausgeben kann für ganz bestimmte Sachen. Das tut er. Und da frage ich mich aber, wie messen wir das, was er tut? Wenn die 10 Milliarden für Intel, die letztes Jahr in unserem Streitgespräch mit Frau Brandner eine derartige Hoffnung waren, wenn die plötzlich in der Bilanz von Intel verschwinden, weil Intel vielleicht die Fabrik gerade noch so baut oder nicht baut, da jedenfalls sie einsackt, dann glaube ich, sind es einfach sehr riskante Schecks, die wir da durch die Republik verteilen. Und ich gebe Ihnen recht, es wird Investitionen geben, die staatliche Förderung brauchen, aber dennoch gehen wir ganz oft, auch momentan in der Literatur, eher davon aus, dass das Verhältnis vielleicht 9 zu 1 ist oder 8 zu 2, aber jedenfalls, dass die privaten Investitionen, also eben dieses individuelle Vertrauen von einzelnen Firmen, dass sie den Weg gehen werden, dass das das Entscheidende ist. Und das ist keine Romantik. Ein Freund von mir begleitet seit 20 Jahren als Analyst kleine grüne Startups. Und ich rede oft mit ihm und er erzählt, wie viel Geld da ist. Privates Geld, das darauf hofft, durch ihn als klugen Analysten eben das Geld also an innovative grüne Startups zu verteilen, die in der Tat vieles von dem technisch und kaufmännisch erledigen, was wir hier meinen. Sie haben gerade einen ganz interessanten Punkt aufgemacht, das hatte ich so noch nicht gesehen. Sie haben tatsächlich recht. Für mich gibt es einen
also ein ständigen Widerstreit zwischen Natur und Technik und auch zwischen der Innovationskraft, die durch das Kapitalismus entsteht, und der Zerstörungskraft, die er gleichzeitig hat. Und das ist auch nicht, das ist für mich nicht, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, sondern in dieser Spannung bewegen wir uns. Es gibt ein wunderbares Buch von Frau Colbert, Under White Sky, die sich mal, das ist eine Journalistin aus den USA von der New York Times, die hat sich mal angeschaut, wie wir durch Technik bestimmte Dinge tun, um Probleme zu lösen und damit neue Probleme entstehen. Und wir dann wieder neue Technik brauchen, um die Probleme zu lösen und wieder neue Probleme entstehen. Also es ist schon nicht so, dass technische Innovation per se immer gut ist. Und auch da würde ich sagen, wenn sie fortschrittlich sein soll, brauchen wir eine starke gesellschaftliche Diskussion darüber, was wir von dieser Technik wollen. Gerade heute habe ich, glaube ich, im Berliner Tagesspiegel gelesen, dass KI immer noch rassistisch und frauenfeindlich ist. Und wenn man die in der Krebsmedizin einsetzt, dann unterschätzt sie die Risiken für Frauen und für Menschen aus ethnischen Minderheiten, weil sie das Standardmodell Mann hat. Das heißt, Technik per se ist erstmal nicht gut, sondern es ist eine gesellschaftliche Debatte darüber nötig, welche Technik müssen sie erfinden. Und dann müssen wir aber heftig darüber diskutieren, macht diese Technik jetzt mehr Fortschritt oder kann die weg? Sind wir wieder bei Max Weber und bei der Frage, ob es, und da sind wir, glaube ich, im Konsens, ob es so etwas wie den objektiven Fortschritt gibt oder ob es sozusagen subjektive, die multidimensionale Fortschritte gibt. Und dann müssen wir bei den wichtigen Fortschritten eine Diskussion führen, wie wir sie ordnen. Und ich gebe Ihnen recht, nichts, was der Mensch geschaffen hat, ist nur gut. Und deswegen beharren Ordnungsökonomen darauf, dass alles einer Ordnung bedarf. Auch da haben wir sozusagen auf der abstrakten Ebene keinen Dissens. Wo der Dissens wahrscheinlich beginnt, ist eben die Frage, wie man es macht. Also eher eine qualitative Debatte als dann die Debatte des Ob. Also dass KI nicht einfach mal losgelassen werden kann auf uns Menschen ohne eine Ordnung, ist natürlich klar. Aber dennoch behaupte ich, dass wenn man sich OpenAI als Firma anguckt oder übrigens auch die Impfer, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Debatte, dass das Staatliche natürlich immer eine Rolle spielt, aber dass es ganz häufig Menschen sind, die sagen, es gibt einen bestimmten Mainstream in meiner Wissenschaft oder in meiner Bubble und ich mache das jetzt anders und ich versuche, ob ich KI-Algorithmen anders aufziehen kann als als sozusagen die Mainstream-Informatik. Und wenn ich es schaffe, werde ich sehr reich. Und das ist die Geschichte von OpenAI. Dass sie irgendwo auf dem Wege auch eine staatliche Förderung bekommen haben mögen, wie auch die staatliche Förderung von BioNTech, die aber, wie wir inzwischen wissen, nicht so schrecklich hoch war, bestreitet nicht, dass es so eine Art, wie gesagt, 90-10 oder 80-2 Dynamik gibt des einzelnen Menschen und dann natürlich des Staates, der das Ganze begleiten kann. Ich sage jetzt nicht DARPA und die USA und das Silicon Valley, wo die bei uns ja sehr weit verbreitete Geschichte, das hat sich alles in der Garage entwickelt, weil ein Bill Gates eine tolle Idee hatte, natürlich überhaupt nicht stimmt, sondern es massive Förderung des Pentagon gab für einen Teil dieser Industrie. Und dann es irgendwann natürlich sowas wie an sich selbst fortsetzenden Prozess gibt. Aber die DARPA-Geschichte ist wirklich eine interessante, weil Also DARPA, vielleicht muss man also dazu sagen, ist eine staatliche Förderinstitution der USA, in die viele Milliarden staatliche Förderung reingeht und die alle möglichen, beispielsweise die ersten Elektroautorennen finanziert hat in den USA. aber der entscheidende Punkt ist, wenn sich Hunderte von Milliarden Dollar im damaligen Dollar Kaufkraftparitäten in die Hand nehmen, wäre es ja absurd anzunehmen, dass nichts bei rauskommt. Also es ist völlig klar, dass wenn sie so viel Geld wie der amerikanische Fiskus oder das amerikanische Verteidigungsministerium in die Hand nimmt, wird natürlich Produktives entstehen. Die entscheidende Frage ist, wie viel Unproduktives ist mit diesem Geld in den Sand gesetzt worden? Also Frau Mazzucato erzählt eine Story, die aber keine Rechnung enthält. Also was hat man sozusagen pro Dollar bekommen? Und diese Dollar hat man natürlich den Leuten weggenommen durch die Besteuerung. Das heißt, es ist nicht klar, dass diese Innovationen auch nicht woanders entstanden wären. Also das staatliche Investments völlig unproduktiv sein, behauptet niemand. Die Frage ist, wie produktiv sind sie eigentlich und wie viel haben sie eben entweder einfach nur gekostet oder inwieweit haben sie vielleicht auch bestimmte technologische Pfade versperrt, weil sie mit sehr viel Geld auf einem anderen Pfad beharrt haben. Und da kommt wieder der ganz wichtige Fakt der Zeit rein. Ich würde Ihnen sogar noch recht geben, wenn wir die nächsten 500 Jahre hätten, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, würde ich auch keinen staatlichen Handlungsbedarf sehen. Aber die haben wir nicht. Und deswegen würde ich immer argumentieren, es ist eine massive Aufgabe des Staates, sowohl durch die Lenkung von Innovationen, von Investitionen, als auch durch staatliche Beihilfen dafür zu sorgen und durch Preise, dass wir dieses Problem schnell lösen. Denn das ist für mich in diesem ganzen Buch so unglaublich wichtig, dass wir Fortschritt
Gesellschaft heute in Zeiten der planetaren Grenzen schlicht und einfach nicht mehr so begreifen können wie im letzten Jahrhundert. Und wir haben jetzt viel über Freiheit und Innovation geredet, aber mindestens ebenso wichtiges Beispiel ist die Gerechtigkeit. Da haben wir wahrscheinlich einen ganz massiven Dissens. Ich würde sagen, in einer Welt, in der Ressourcen begrenzt sind und wir eine Idee von Gerechtigkeit haben, die sagt, jeder Mensch hat eigentlich das gleiche Recht auf eine bestimmte Menge an Luft und Lebensmitteln, können wir keine Milliardäre wie Elon Musk mehr in dieser Welt durch die Welt fliegen lassen, weil wenn wir sagen, jeder hat das gleiche Recht auf CO2-Verpestung in dieser Welt, dann funktioniert bestimmtes nicht mehr. Also dann müssen wir diese begrenzten Ressourcen schlicht und einfach in Zukunft ganz anders verteilen, fairer verteilen. Und da kommen wir dann kommen wir in ganz interessante Diskussionen darüber, wie eine Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. Also die Debatte, die Sie aufmachen, führt eher in die Frage, ob wir eine Weltregierung brauchen, weil diese Man Verteilung könnte ja in Deutschland ungerechter. anfangen. Bitte? Man könnte ja bei manchen Punkten in Deutschland anfangen. Ja, Die die Einkommensverteilung ist ja Elon. auch hier Naja, ziemlich. aber die Milliardäre der USA, die ja sozusagen der Stein des Anstoßes dieser Diskussion sind, die können Sie von Deutschland aus nicht regulieren. Sie Haben Sie können recht, ja. Friedrich Merz vielleicht regulieren, aber das ist ja nicht das, was Sie, nicht das, was Sie meinen. Und vielleicht nochmal zu den Milliardären. Also alles, was ich in meiner VWL seit 25 Jahren zu tun versuche, ist immer durch die Armen und deren Schicksal motiviert. Das heißt, da haben wir eigentlich keinen Dissens. Ich glaube, dass die Volkswirtschaftslehre deswegen eine großartige Wissenschaft ist, weil sie in den letzten 250 Jahren geholfen hat, dass es den Armen so viel besser geht als in jeder anderen Gesellschaft. Die Reichen sind mir prinzipiell egal. Man könnte sie aber eben in der Sprache Lenins nützliche Idioten nennen. Und Gott Elon sei Dank, Sie Musk hat, gesagt. ja, das darf ich als Bulgare, ja, das ist meine Jugend. Die Leute wie Elon Musk sind aber wirklich nützliche Idioten. Ich glaube, er hat sehr viel mehr getan für die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft als BUND oder NABU oder sonstige Menschen, die es gut meinen, aber die nicht den Effekt von Tesla unserer Welt gegeben haben. Das gleiche gilt für den Erfinder vom USB-Stick und so weiter und so fort. Also, wir sind Menschen, die wir nicht mögen, an denen wir uns reiben, aus guten Gründen manchmal. Aber Menschen, die wirklich extrem viel geschaffen haben mit in ihrer Verrücktheit und in ihrem unbändigen und manchmal schrägen Erfindergeist. Das muss man einfach sagen. Wir kommen jetzt natürlich in noch ein ganz neues, großes Feld. Thomas, kriegen wir noch mal eine Extrastunde. Das Problem Ja. bei Gesellschaften, die so ungleich sind wie die amerikanische oder auch die deutsche, die ja sehr ungleich ist, ist, dass viele Leute den persönlichen Fortschritt darin sehen, dass sie so konsumieren können wie die Reichen. Also Fortschritt ist Statuskonsum. Je mehr es ein Oben und Unten gibt, desto mehr müssen die unten gucken, dass sie nach oben kommen. Und das ist häufig mit Konsum von Material verbunden. Und das wiederum stößt an planetare Grenzen und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Das werden wir mit dem System, so wie wir es im Moment haben, nicht lösen. Das lösen wir nur indem wir viel stärker über Kreislaufwirtschaft nachdenken, über andere Formen des Teilens, über andere Formen des Wohnens. Und da wird die Ökonomie dann tatsächlich auch wieder sehr zur Soziologie und zur Politik. Und auch das werden sie ohne den Staat überhaupt nicht lösen können. Die Ich Soziologie würde war immer sagen, eine. dass wir kommen tatsächlich nochmal in ein ganz neues Gefilde, da machen wir dann eine Verlängerung dazu. Gibt es Fragen, die müssen wir jetzt nicht im Detail alles drauf eingehen, aber vielleicht schon mal so den Grundtenor oder vielleicht, Herr Kohler, können Sie das nochmal kurz angehen? Also Ihre Aussage, dass wir in der besten aller Welten leben, stößt natürlich in gewisser Weise heutzutage auf kognitive Dissonanz. Aber vielleicht erklären Sie nochmal, was Sie damit meinen, aber nur ganz kurz, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Was mich dazu noch interessieren würde, und da zielen ein paar andere Fragen auch darauf hin, mal ein bisschen anders formuliert, gibt es im Liberalismus Fortschritt? Also gibt es Fortschritt in der Entwicklung des liberalen Gedankenguts? Das sind zwei sehr große Fragen. Fangen wir Ja, vielleicht das. mit der letzten Teilfrage an. Eindeutig, ich definiere die Geschichte des Liberalismus als eine Sequenz von Neoliberalismen. Das mag jetzt ein bisschen verwundern, aber es ist einfach so gemeint, genauso wie es die Erfinder wie Elon Musk gibt, war jeder Liberale, an den wir uns heute noch erinnern, ein Neoliberaler, in dem Sinne, dass er im Vergleich zu dem, was Liberalismus bis zu diesem Menschen bedeutet hat, er Neues geleistet hat, ansonsten hätten wir diesen Menschen vergessen, wie wir viele vergessen haben. Das heißt, das ist das Spannende auch am Liberalismus, ist eine Doktrin, die sich ständig erneuert. Und mit Frau Pinsler haben wir den Konsens,
dass es auch heute so sein muss. Und deswegen finde ich solche Debatten so fruchtbar und wichtig. Die erste Das ist Frage. natürlich, sorry, da, wenn ich da kurz eingreifen darf, das ist natürlich sehr materialistisch definiert. Klassischer Liberalismus ist ja nicht nur die Freiheit von etwas, sondern die Freiheit zu etwas. Und das ist nicht immer das mehr tun, mehr schaffen, sondern auch mehr sein. Also dieser ganze immaterielle Bereich, das ist das Liberalismus, der ja sich mit dem Materiellen beißt, der gehört doch eigentlich auch dazu. Für mich ist Liberalismus eine Idee, also etwas höchst Immaterielles. Die Volkswirtschaftslehre ist die materielle Schwester dazu. Und beide versuchen, ideell und materiell sozusagen die Bedingungen zu untersuchen, wie Selbstorganisation funktionieren kann. Also da bin ich bei Ihnen, aber deswegen sind es für mich zwei sehr zusammenhängende und trotzdem getrennte Ebenen. Aber dann lassen Sie mich noch einmal konkret fragen. Das finde ich wirklich ein Beispiel, da habe ich keine Antwort. Vielleicht haben Sie ja eine. Wir haben jemanden, der hat ein Haus, will ein Haus auf eine Blumenwiese bauen. Das ist sein Recht, weil es ist sein Haus. Oder das ist sein Grundstück. Die Mehrheit der Menschen hat aber ein Interesse, dass diese Blühwiese bleibt. Nehmen wir es jetzt mal pars pro toto, damit bestimmte Insektenarten überleben. Das heißt, das Interesse der Mehrheit und der nächsten Generation ist, dass da kein Haus gebaut wird. Das Recht des Eigentums und des Freiheitsrechts. Echt, es sagt aber, der Mann darf das da bauen. Wie entscheiden Sie sowas? In Zeiten der planetaren Grenzen. Eine solche Frage stellte sich, als ich in Hamburg Student war, bei der Frage Airbus ausbauen oder nicht. Und ich fand die Frage klug, zu sagen, ihr dürft bauen, es ist euer Land, auf dem ihr erweitern dürft, aber die Arten, die davon bedroht sind, die müssen auf einer anderen Insel auf der Elbe sozusagen fortbestehen. Das heißt, man hat eine Kompensationspflicht für das, was man an der Stelle zerstört, dass es woanders neu entsteht. Und das halte ich für eine pragmatische Lösung, auch für die Frage, die Sie gestellt haben. Dann werden wir immer weniger Airbus bauen dürfen, weil wir haben immer weniger Kompensationsflächen. Das ist genau das Problem, an das wir in dieser Republik ja im Moment schon ganz massiv stoßen. Ja, aber das muss auch nicht in unserer Republik sein. Da können wir auch nochmal über Atommüll und sonstige Fragen diskutieren. Und die Schrumpfung der Bevölkerung hat natürlich auch zur Folge, dass wir in weiten Teilen der Republik, da können wir eine Ostdeutschland-Debatte aufmachen, Landstriche haben, die momentan aussterben. Vielleicht ist die Kompensation nicht im Großraum Hamburg, sondern auch dann in der Umgebung der Stadt Zwickau, wo die Dörfer aussterben. Aber ich glaube, wenn der gute Wille da ist, lässt sich über so eine Kompensation das Problem lösen. Also was auf jeden Fall meines Erachtens kein Problem ist, zu sagen, Neubau ist nicht mehr möglich. Weil dann tun sich die Verteilungsfragen, die Sie im Buch thematisieren, bei Wohnungen umso schärfer auf. Also im Moment stoßen wir tatsächlich für 50 Hektar. Also die Menge an Land, das wir jeden Monat zubauen, ist so enorm, dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Und die Idee tatsächlich, dass das Kompensieren stößt an die faktischen Grenzen, dass auf den gleichen Flächen die Landwirte Landwirtschaft betreiben wollen, wir bauen wollen, die Insekten trotzdem weiterleben sollen. Das heißt, das Problem der Begrenztheit in dieser Welt, da stellt sich am Boden sehr, sehr viel mehr. Und da, finde ich, stellt sich dann schon für jeden Liberalen die Frage, an welchem Punkt müssen wir auch sagen, da Eigentumsrecht geht da nicht mehr vor dem Recht der nächsten Generationen auch eine halbwegs intakte Welt zu haben. Also das passt schlicht und einfach nicht mehr zusammen. Ich glaube, oder so wie ich auch die liberale Wirtschaftstheorie bisher verstehe, kann sie mit der Begrenzung der Erde schlicht und einfach nicht umgehen. Streite ich. Weil alles, was beschränkt ist, wie zum Beispiel Boden an der Stelle, wird teurer. Und die Lösung finde ich für Ihre Frage jetzt auch im deutschen Kontext, wir wollten gerade sagt, gebrauchen, in denen vielleicht zugegeben reiche Mann, sondern können da Sozialwohnungen entstehen. Also ich glaube, vielleicht bin ich wieder der naive Optimist, aber ich hoffe, ich bin der nicht naive Optimist. Auch für diese Frage gibt es eine Lösung und die Lösung ist wirklich, das ist jetzt nicht von mir, sondern von progressiven Urbanisten. Wir müssen unsere Städte in die Höhe bauen, damit wir in der Tat nicht mehr Fläche verbrauchen, aber damit sich die Verteilungsfragen und die gesamte Innovationsdynamik der Städte, die momentan daran erstickt, dass man einfach als in die Stadt ziehender keine Wohnung mehr bekommt, damit sich diese Nebenbedingung sozusagen ein Stück weit aufweicht. Bedingungen bleiben immer, und das ist ja die Stärke der Ökonomie, aber an der Stelle kann man, finde ich, sehr viel erreichen. Vielleicht eine Frage. Ich muss jetzt so ein bisschen nochmal die Kurve machen, dass wir auch zum Schluss langsam kommen. Ich finde eine Frage noch ganz spannend. Die sind alle spannend, aber die bringt nochmal.
mal so ein bisschen diese, weil es sonst Anarchie ist. Gibt eine Frage von Julia. Werden negativ in Klammern, Abbot von Kinderarbeit, Gleichstellung von Frauen. Und dann könnte man die Liste wahrscheinlich durch einige der Themen hier fortsetzen, die jetzt heute relevant sind. Ungleichheit, da kann man sicherlich auch einen rein ökonomischen Ansatz wählen, aber es geht ja auch dann ins Politische, die Ursachen von Populismus und so weiter, halt, die jetzt alle rein ökonomisch sozusagen in der Lösung nicht zu begreifen sind. Wo trennen Sie das? Also wenn Sie sagen, es gibt immer Neoliberalismen, gibt es da auch die Möglichkeit, dieses dann sozusagen immer auch zu modernisieren und solche gesellschaftlichen Normen einzupflegen sozusagen? Ich glaube, die Stimmung 50 Jahre ist alles versucht, auch Glas ist. Deswegen sind die Werte in der Wirtschaft subjektiv und die Werte in der Gesellschaft subjektiv. Frau Pinzlach hat recht, wir unterscheiden uns womöglich in dem Ranking und vielleicht auch in den Begriffen, aber auf einer abstrakten Ebene haben wir alle die gleichen Werte in irgendeinem Mix. Und natürlich ist es so, dass Fortschritt ex post sozusagen aus diesen Fortschritten im Plural vielleicht zu einem kohärenten Begriff in Singular werden kann. Aber auch die Sklaverei war etwas, was natürlich nicht allen, sozusagen die Abschaffung der Sklaverei war nicht für alle Fortschritt. Das ist es geworden, nachdem bestimmte progressive Menschen für den Wert der Abschaffung der Sklaverei jahrzehntelang gekämpft haben. Übrigens auch sehr kluge Ökonomen. Und dann hat man im Ex post die Gesellschaft davon überzeugt, dass es eine gute Sache war. Also wenn wir über Führung sprechen, was im Buch von Frau Pinzlach auch eine gewisse Rolle spielt, was die SPD angeht, dann hat tatsächlich dieses Fortschreiten damit zu tun, dass bestimmte Menschen in der Gesellschaft in Führung gehen und versuchen, Neues durchzusetzen und dann ex post die anderen davon zu überzeugen, dass es gut war. Und da ist das Normative sozusagen dieser Kanal zwischen demjenigen, der etwas bewirkt hat, und den anderen, die er zu überzeugen versucht. Endogene Präferenzen sozusagen. Okay, Petra, vielleicht nochmal so einen kleinen Abschluss sozusagen, was so aus der Kritik mitzunehmen ist. Dass ich eigentlich das Buch mindestens dreimal so dick hätte schreiben sollen, auf jeden Fall. Unbestritten, dass da an dem einen oder Punkt, einen oder anderen Punkt was fehlt. Ich glaube, wo wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung bleiben werden, ist bei der Frage, wie viel man jenseits des Marktes entscheiden lassen sollte, dadurch, dass man Räume schafft, die frei von Kapitalismus sind und die auch frei von Marktzwängen sind. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses Buches, das haben wir nur am Rande gestreift. Wenn Menschen über Zukünfte nachdenken, und das tun sie tatsächlich immer weniger, oder sie tun es und sind dann sehr düster, sie kriegen das auch nicht übereinander. Die private Zukunft sehen sie vielleicht noch ganz positiv, aber die gesellschaftliche Zukunft ganz düster. Dann sind das gesellschaftliche oder Vorstellungen von Gesellschaften, wie sie sein können. Und wie man dahin kommt, dass Menschen erstens mal wieder sich eine gute Zukunft vorstellen können und sie zweitens dann auch planen, da hilft uns, glaube ich, der Kapitalismus relativ wenig weiter. Und deswegen glaube ich, dieses Denken in Utopien und auch in großen Worten und das darüber streiten, was das denn bedeutet, das haben wir hier ja auch in Ansätzen getan, was denn Freiheit morgen noch sein kann und was man heute tun muss, damit Freiheit morgen noch bleibt, ist etwas, wo ja am Ende Ökonomen theoretisch gar nicht so einen schwierigen Zugang haben, weil sie denken ja ständig über die Zukunft nach, über Zinsen und Investitionen. Also lange Rede, kurzer Sinn, dieses Nachdenken über das Morgen und das Abdiskutieren in das Heute, das ist was, was wir, glaube ich, viel mehr tun sollten. Und ich habe mich gefreut, dass wir uns, finde ich, sehr pfleglich gestritten haben, oder? Zivilisiert. Ja, also da schließe ich meine Abschlussfrage an, Herr Kulew. Würden Sie mit Frau Pinzler den Bund einer Fortschrittskoalition? Ich finde, wie besprochen, eine Nachhaltigkeitskoalition mit Frau Pinzlach sehr viel interessanter, denn Fortschrittskoalitionen, wenn man diesen subjektivistischen Aspekt ernst nimmt, den ich meinte, dass Fortschritte sich notwendigerweise unterscheiden, dann sind sie keine Grundlage für eine Koalition. Fortschritte sprengen eher zunächst mal, als dass sie sozusagen etwas Überwölbendes schaffen würden. Aber der Nachhaltigkeitsbegriff eignet sich sehr wohl dafür. Und ich glaube, gerade in der Besprechung der verschiedenen Parteien, wie es Frau Pinzlach macht, auch wenn sie manchmal ein bisschen zulasten meiner Partei gehen,
Aber da sieht man, dass wenn man das Ganze mit einem Nachhaltigkeitsfaden zusammennähen würde, dass da, glaube ich, eher eine Koalition rauskäme als mit einem Fortschritt, der, wie gesagt, eher sozusagen notwendigerweise auseinanderführt als zueinander. Ich glaube, da wären wir ein ganzes Stück weiter als die Koalition, die gerade regiert. Ne? Ja, ich glaube, das Ich kriegen gerade wir. gedacht, die Frage oder die Diskussion hätten wir wahrscheinlich, aber dann hättest du ein bisschen schneller schreiben müssen, vor 3 Jahren führen sollen, Ich habe die ja dann auch gefragt, warum die das nicht gemacht haben, über sowas zu reden. Und die hatten am Anfang, muss man ihnen zugestehen, natürlich gleich den Ukraine-Krieg und keine Zeit. In den Koalitionsverhandlungen hatten sie auch keine Zeit und danach hatten sie keine Lust mehr. So. Und das ist echt eine verpasste Gelegenheit. Und deswegen krachen sie jetzt bei jedem einzelnen Punkt immer wieder aneinander, weil sie tatsächlich diese Arbeit, die wir gerade in Ansätzen versucht haben, nicht gemacht haben, mal darüber zu reden, was soll das denn eigentlich und was ist dieser Fortschritt und auf was ist der Minimalkonsens, auf den wir uns jenseits der Spiegelstriche Mindestlohn hoch oder runter denn überhaupt einigen können. die Zeit fehlt am Anfang, das ist Da sind wir wohl ein Stückchen weiter, ha? ja, das ist die positive Deutung. Das hast Die du gesagt. ist jetzt sicherlich auch für die unmittelbar Betroffenen, die jetzt da damit beschäftigt sind, diese Koalition entweder noch irgendwie zu retten oder über Wasser zu halten oder auch nicht mehr. Wahrscheinlich nicht unmittelbar tageshilfreich, aber ich glaube, bisschen hilft ja auch so ein bisschen grundsätzlicheres Nachdenken, um dann irgendwann neue Ideen reifen zu lassen. Und vielleicht kommt ein bisschen was davon an. Mir scheint allerdings eben schon, deswegen habe ich die etwas provokante Frage gestellt, dass wenn man sozusagen diese Diskussion jetzt so mal jetzt euch beide sozusagen stellvertretend dann nimmt, schon klar macht, wie schwierig das war, so eine Koalition unter so einem Leitbegriff einfach mal so laufen zu lassen. Ich glaube, da ist, wie du auch sagst, Peter, sicherlich am Anfang ein bisschen Naivität gewesen oder vielleicht einfach nur der politische Reflex, Fortschritt finden immer alle gut und das nennen wir jetzt mal Fortschritt. Und dann kriegen wir das schon irgendwie zusammen, ohne zu realisieren, dass man doch unter Fortschritt sehr unterschiedliche Dinge verstehen kann. In diesem Sinne und im Nachhaltigkeitssinne können wir sozusagen positiv nach vorne blicken. Vielen Dank Petra Pinsler, vielen Dank Stefan Kulleff für die sehr spannende Diskussion. Und wir sehen uns in nächster Zeit wieder. Nochmal Petra Pinsler, das Buch ist jetzt seit gestern auf dem Markt. Hat das Zukunft oder kann das weg? Wer ein bisschen genauer reinlesen will, kann das da finden und gibt dann auch noch weitere. Man kann es nicht sehen, ne? Ja, jeder Jetzt muss sehe ich nochmal das mit gedruckter Form. genau das Sache. Egal. Okay, vielen Dank. Danke. Pass auf. Tschüss. 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 Danke.